Er hat's geschafft, ich glaub's ja nicht. Wir haben den 11. August, das ist 18:21 Uhr, und wir haben tatsächlich ein neues All-Time-High mit dem Schlusskurs gemacht. Wir haben diese blaue, endlos lange Zone haben wir mal verlassen. Wir haben zumindest mal drüber geschaut und auch ein bisschen deutlicher. Ah, dass ich das noch erleben darf, nach 7 oder 8 Anläufen, um das Ding hier rauszunehmen. Meine Güte, ja. Und dann ging es schnell, aber das war abzusehen. Okay, schauen wir es uns an. Das ist der Tageschart. Wir haben von den Bändern nur einen Widerstand bei 15.934. Das ist das Einzige, was ich jetzt sehe im Chart. Über Elliott kann man da vielleicht ein paar andere Sachen machen, über die Fibo Extensions. Aber 15.934 ist jetzt für mich erstmal so eine Marke. Bis dahin kann er gehen. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass wir da wirklich fett drüber geschaut haben, alle möglichen Stops rausgeholt. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass er das während des Tages macht, sondern ich habe eher mit so einer Übernacht-Bewegung gerechnet. Aber er hat es über den Tag geschafft. 15 Uhr. Ich war nicht dabei. Sehr ärgerlich. Als ich dann wieder reinkam, gucke ich mal, welche Werte sind denn gestiegen, und war ganz überrascht. Was war denn da überhaupt? Ein bisschen Deutsche Bank. Die Bayer nicht, die E.ON nicht, die VW nicht, die SAP nicht. Das Erste, was mir in den Blick gefallen ist, waren die BioNTech mit minus 13% oder so. Wie auch immer, ich fand die Korrektur nicht so gut. Die sehen wir gleich bei den kurzen Zeiteinheiten. Wir sind ziemlich neutral über das MACD. Da ist nichts. Wir sind natürlich hoch über den Oszillator, aber ohne Verkaufssignal. Das kann also jetzt hier ein bisschen weitergehen. Der Chart grundsätzlich ist meines Erachtens nach wichtiger, weil All-Time-High ist All-Time-High ist All-Time-High. Uncharted Territories. Was ich jetzt gezogen habe, und ich bin kein Freund von diesen vertikalen Linien, das ist dieser hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal touchiert. Und da sind wir per Morgen. Wo sind wir da? Da sind wir hier. Da sind wir bei 15.775. Also das sollte er bitte nicht unterbieten. Ich habe hier noch eine Linie reingemacht, die ist bei ziemlich genau 15.600. Das ist die Verbindung von diesem Chartpunkt mit der 20-Tage-Linie. Sollten wir das also brechen, mit wenigstens einer Stundenkerze, muss ich davon ausgehen, das war ein False Breakout, wie neulich bei Allianz. Und dann würden wir das hier nochmal sehen. Aber soweit ist es noch nicht. Der Donnerstag wird wichtig morgen. Und schauen wir mal auf die 4 Stunden. Jetzt ist die Linie hier nicht mehr so interessant, die nehme ich jetzt mal raus. Die Bänder gehen ein bisschen auf, wir handeln oberhalb der Bänder, das ist grundsätzlich gut. Hier sieht man gleich in der Stunde ein bisschen besser diese Gegenbewegung. Das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Wir sind vom MACD her leicht positiv. Warte mal, ich mache das so. Leicht positiv, das ist in Ordnung. Und noch immer negativ über den Oszillator. Aber wenn wir das morgen bestätigen oder in den nächsten 2, 3, 4 Stunden Kerzen, 2, 3 Kerzen a 4 Stunden, dann ist das hier auch nicht besonders interessant. Wie gesagt, der Chart ist immer wichtiger als die Technik. Aber von hier auch, hier sieht man auch diese 15.600, hier verbindet es sich, aber da werden wenige drauf schauen mit dem 200er gleitenden Durchschnitt auf 4-Stunden-Basis. Tja, wir sind hier drüber mit sehr engen Bändern. Gehen wir auf die Stunde, da sieht man das ein bisschen mehr. Was mir nicht so gefallen hat, das war dieses schnelle Hochziehen, das ist völlig klar. Bei 15.840 die Stops komplett mitgenommen, hoch bis, gab es zwar die 90, ja, 15.890, aber dass er dann so nachgibt. In der gleichen Zeit fällt der Nasdaq von 15.110 runter unter die 15.000. Also irgendwie, das war ein All-Time-High ohne Euphorie. Das finde ich immer schwierig, sowas zu handeln, muss ich sagen. Also ich würde heute hier und jetzt hier nicht die Hütte long gehen und sagen, wir gehen morgen da hoch. Ich möchte gerne den morgigen Donnerstag ein bisschen abwarten. Von der Stundentechnik sind wir positiv über das MACD. Wir sind im neutralen Bereich über den Oszillator. Wir sind am oberen Band, aber auf Stundenbasis gebe ich nicht so viel auf die Bänder. Trotzdem auch hier, wir sind oberhalb der blauen Linie. Die darf es bitte nicht, das ist also ganz grob 15.810 mit einer Stundenkerze unterbieten und vor allen Dingen nicht diese 15.000, wo ist sie denn? 775. Hier kann man sie nicht so schön sehen, eben hat man sie besser gesehen. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Ich sehe keinen Grund, warum ich einen Schein, ich gehe mal auf den Tag wieder, warum ich einen Schein hier unten irgendwo nehmen soll oder da. Weil hier oben spielt jetzt die Musik und das wird super, super spannend. Kommen da jetzt Endanleger rein, ja oder nein? Deswegen habe ich einen genommen. Jetzt bitte nicht die Augen rollen mit fast einem 60er Hebel. 15.556, da sind wir unter der eben angesprochenen 15.600.
Wenn wir, ich male ihn nochmal rein, wenn wir diesen vertikalen Trend hier, rups, da ist er, das ist ein bisschen schief gezogen von mir, wenn wir diesen vertikalen Trend hier unterbieten sollten mit einer Stundenkerze, wie gesagt hier bei, wo ist er, morgen ganz grob so 15.780, wenn wir das unterbieten sollten, ne, der ist tiefer, der ist hier, der geht hier so runter, da. 15.577, wenn wir den unterbieten sollten mit einer Stundenkerze, muss ich davon ausgehen, dass es ein False Breakout war und dass wir dann wirklich nochmal hier die 20-Tage-Linie sehen, 15.600. Aber der hat momentan alle Chancen weiterzugehen. Vor dem Hintergrund habe ich mich also für diesen hier entschieden, das ist ein 15.556er, aber wenn wir hier drunter sind, sagen wir mal 15.750 mit Schlusskurs einer Stundenkerze, muss der rauf. Da gibt es kein Wenn und Aber, da muss man sich einfach stoppen. Das kann passieren. Dieser Scheiner, die kennen wir, GH9S0G. Bei dem Put nehme ich nicht so einen hohen Hebel. Da gehe ich eher mal runter so auf 27. Und dann lande ich hier, und das passt auch, 16.422. Wenn der sich morgen entspannt weiter nach oben bewegen sollte, nimm vielleicht auch das obere Band raus, dann muss ich davon ausgehen, dass wir auch irgendwo eine 16.000 sehen. Ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt, aber der Markt, nochmal, All-Time-High ist eigentlich immer ein sehr gutes Signal. Wer mal die 52-Wochen-Hochs verfolgt hat, das sind auch sehr, sehr gute, sinnvolle, nachhaltige Signale. Deswegen finde ich den hier gar nicht so schlecht, 16.422, das ist im Moment ein 27er Hebel, das ist die GH2SKT. Der kommt allerdings bei mir nur dann ins Spiel und dann wahrscheinlich sogar ein anderer, der tiefer liegt, wenn wir diesen Trend hier bei 15.775 mit einer Stundenkerze unterbieten. Vorher nicht. Wenn, dann lasse ich ihn jetzt erstmal laufen. Dann soll er ein bisschen laufen gehen. Ich selbst werde jetzt hier also nicht mehr so viel kaufen oder nichts kaufen. Ich muss abwarten. Ich muss den Donnerstag mal ein bisschen abwarten, wie der das morgen wirklich annimmt. Kommen da Orders von Endanlegern rein oder nicht? Das möchte ich gerne mal sehen, weil ich bin ein gebranntes Kind durch diesen Chart von Allianz. Schauen Sie den auch an. Da waren wir auch mal hier drüber und dann sind wir da nur noch runtergerauscht. Ja? Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.